Hallo und herzlich willkommen bei Staubitopia. Heute zeige ich euch 5 Ideen für gesunde und schnelle Snacks. Bleibt also auf jeden Fall dran. Als erstes machen wir diese richtig leckeren Frozen Bites, die zudem auch noch ein echter Hingucker sind. Dafür benötigt ihr 250 Gramm Magerquark und 20 Milliliter Milch. Wer das Ganze noch etwas süßen möchte, kann gerne noch ein paar Flavor Drops mit Schokogeschmack hinzufügen. Ansonsten könnt ihr diese auch einfach weglassen. Des Weiteren benötigt ihr noch ca. 80 Gramm zuckerfreie Schokolade. Ich nehme hier diesmal eine fertige mit Latte Macchiato Geschmack. Alternativ könnt ihr zuckerfreie Schokolade natürlich auch ganz einfach selber machen. Ein Rezept dafür verlinke ich euch auf jeden Fall unten in der Infobox. Außerdem benötigen wir für die Frozen Bites noch eine Silikonform. Ich habe jetzt hier eine mit verschiedenen Emoticons, die fand ich einfach super niedlich und das Auge ist ja auch bekanntlich mit. Als erstes verrühre ich nun den Magerquark mit der Milch und füge noch ein paar Flavor Drops mit Schokogeschmack hinzu. Das Ganze wird dann so lange miteinander verrührt, bis eine glatte Masse entstanden ist. Dann muss ich noch die Schokolade zum Schmelzen bringen. Dafür zerbreche ich diese zunächst in kleine Stückchen und gebe sie in einen Schmelztopf. Anschließend wird die Schokolade dann über ein Wasserbad zum Schmelzen gebracht. Wenn eure Schokolade geschmolzen ist, nehme ich mir eine kleine Pipette und verteile jeweils einen Klecks der Schokolade in den einzelnen Kammern der Silikonform. Anschließend fülle ich die Kammern mit der Magerquarkmasse auf, um noch etwas Abwechslung mit einzubringen, fülle ich die zweite Hälfte der Silikonform genau andersherum auf. Also zunächst mit Magerquark und dann mit der Schokolade. Jetzt friere ich das Ganze im Gefrierschrank ein. Nachdem alles gefroren ist, müsst ihr die Frozen Bites nur noch aus der Form lösen und schon habt ihr einen richtig leckeren Snack kreiert. Kommen wir nun schon zum zweiten Snack, und zwar sind das diese scharfen Kichererbsen. Dafür benötigt ihr eine Dose Kichererbsen, einen halben Teelöffel Cayennepfeffer, einen halben Teelöffel Chilipulver, einen halben Teelöffel Kamin, einen halben Teelöffel Salz und einen Teelöffel Olivenöl. Als erstes müssen die Kichererbsen sehr gut von dem Saft, in dem sie eingelegt sind, gewaschen werden. Dafür gebe ich sie jetzt hier in ein Sieb. Nachdem ihr die Kichererbsen nun richtig gut abgewaschen habt, müssen die nun sehr gut abgetrocknet werden. Je trockener die Kichererbsen sind, desto knuspriger werden sie hinterher auf jeden Fall. Ihr werdet merken, dass sich beim Trocknen der Kichererbsen die oberste Haut der Kichererbsen löst, und das ist auch genau richtig so, denn diese Haut muss hinterher auch nicht mit in den Ofen. Dann gebt ihr die Kichererbsen in eine Schüssel und würzt sie noch mit den verschiedenen Gewürzen und dem Olivenöl. Verrührt dann nochmal alles gut miteinander und gebt anschließend die Kichererbsen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Jetzt kommt das Ganze zunächst einmal für 30 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Backofen. Dann stellt ihr den Ofen auf 150 Grad runter und lasst die Kichererbsen noch einmal für weitere 10 Minuten im Ofen. Dann sind die Kichererbsen auch schon fertig. Am besten schmecken sie natürlich direkt warm aus dem Ofen, aber auch kalt sind sie natürlich immer noch richtig lecker. Als dritten Snack möchte ich euch zeigen, wie ihr diesen super fruchtigen Frozen Joghurt ganz schnell selber machen könnt. Dafür benötigt ihr 250 Gramm gefrorene Früchte, 60 Gramm griechischen Joghurt, 50 Gramm Erythrit zu Puder gemahlen und 2,5 Milliliter Zitronensaft. Jetzt geben wir alle Zutaten einfach in einen Mixer und mixen alles so lange durch, bis eine glatte Masse entstanden ist. Dafür müsst ihr gegebenenfalls die Masse vom Rand des Mixers ein paar Mal nach unten schieben. Und wenn ihr alles zu einer einheitlichen Masse gemixt habt, füllt ihr den Joghurt noch in ein schönes Glas und fertig ist dieser wunderbar leckere Joghurt. Als viertes möchte ich euch einen Snack vorstellen, für den ihr eigentlich gar nichts machen müsst. Und zwar sind das diese leckeren Gemüsechips von Natürlich Anders, die es mir echt angetan haben. Gemüsechips habe ich schon versucht, mit diesem Chipsmaker hier selber zu machen. Allerdings konnte ich hiermit noch keine wirklich leckeren Gemüsechips erstellen. Die Gemüsechips kleben zusammen, werden nicht knusprig oder haben mir sogar schon in der Mikrowelle angefangen zu brennen. Von diesem Küchenhelfer hier kann ich euch also nicht wirklich vorschwärmen. Daher habe ich mich entschieden, hier einfach auf wirklich leckere, fertige Gemüsechips zurückzugreifen. Von Natürlich Anders gibt es diese in wirklich vielen leckeren Sorten, wie beispielsweise Süßkartoffel, Pastinake oder Rote Beete. Da das Gemüse an sich natürlich auch schon einige Kohlenhydrate mitbringt, enthalten diese Chips hier diese natürlich auch. Wer die Kohlenhydrate reduzieren möchte, sollte dann hier darauf achten, eine Sorte zu wählen, die an sich weniger Kohlenhydrate mitbringt.
Wer eine wirklich richtige Low-Carb-Snack-Variante sucht, dem kann ich hingegen diese Saatencracker sehr empfehlen. Diese leckeren Cracker hier aus Meerrettichsaaten beispielsweise haben nur 4,6 Kohlenhydrate pro 100 Gramm und sind demnach ein richtig toller Low-Carb-Snack, wenn man mal keine Lust oder Zeit hat, etwas selber zu machen. Wo ihr diese genialen Cracker und Chips findet, verlinke ich euch auf jeden Fall unten in der Infobox. Als letztes möchte ich euch noch zeigen, wie man diese leckeren Nippon-Happen ganz einfach selber machen kann. Und zwar benötigt ihr dafür selbstgemachte zuckerfreie Schokolade, das Rezept findet ihr wie gesagt unten in der Infobox, und gepufften Quinoa. Jetzt gebt ihr den Quinoa einfach in die flüssige Schokolade und verrührt alles so lange, bis der Quinoa komplett mit Schokolade überzogen ist. Das macht man am besten schrittweise und gibt immer nach und nach noch etwas mehr Quinoa hinzu. Da mein Schmelztopf nun ein wenig zu klein geworden ist, fülle ich die Masse nun in eine größere Schüssel um und gebe noch etwas mehr Quinoa hinzu. Wenn ihr alles gut miteinander verrührt habt, gebt ihr die Masse nun in eine mit Backpapier ausgelegte Auflaufform und rückt alles mit einem Löffel gleichmäßig platt. Jetzt lasst ihr das Ganze einfach so lange trocknen, bis die Schokolade komplett fest geworden ist. Und dann könnt ihr alles auch schon aus der Auflaufform lösen. Jetzt schneidet ihr alles noch in kleine Stückchen und fertig sind schon diese leckeren Nippon-Happen. Ich hoffe auf jeden Fall, von diesen 5 Ideen war für euch was dabei. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr Lust habt auf noch mehr Videos dieser Art, dann zeigt mir dies doch durch einen Daumen nach oben oder durch einen Kommentar da unten. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren, damit ihr auch in Zukunft kein Video mehr verpasst. Schaut auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht's gut!